Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Three Gather Pokémon Gold. Und ja, anscheinend haben die beiden mal was geschafft. Hey, ich guck mal eben auf die Orden. 13, das heißt, in der Marmoria City haben sie den einfach ausgelassen? Oder was heißt das jetzt? Oder, die Trainer sind nicht gemacht. Okay, die muss man aber auch nicht unbedingt. Meine Käfer-Pokémon sind zäh, du wirst verlieren. Mal sehen. Du bist, glaube ich, ziemlich schwach, oder? Na, 32 geht ja noch. Cosmo auf 55. Ich würde aber eigentlich lieber, Emero trainieren. Käfersammler Götz setzt Smetbo ein. Ja, möchte ich wechseln. Emero, was ist sonst noch so? Nix. Ja, sieht relativ gleich aus wie vorher. Ja, ja, komm. So, Walzer. One Hit Kill. La 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 la. La la. So. Ja, 13 Orden. Heißt, es fehlen noch 3. Azuria City müsste Max ja gemacht haben, also muss Nick den in Marmoria einfach nicht gemacht haben. Anscheinend. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Oder sie sind irgendwie anders nach Vertania City gekommen, was ich aber bezweifle, weil... Ach doch, er könnte durch den Diktatunnel gegangen sein und dann darunter direkt. Ja, das hat er wahrscheinlich gemacht. Egal. Jedenfalls, im Endeffekt haben sie dann doch weniger gemacht, als ich gedacht hatte. Egal. Post für einen Top-Trank. Oi. So, dagegen will ich nicht kämpfen. Hallo Marmoria City. Hallo Pokémon Center. Lass mich da rein. Da spule ich vor, weil ich's kann. So. Ey. Nicht Pokédex, interessiert keinen. Emero nach vorne. Ach, ja. Ich war jetzt irgendwie an das Attackentauschsystem gewohnt und habe erstmal auf Select gehämmert. Und ich möchte kurz, bevor wir die Arena machen, mit dem Kerl reden. Oh, du bist den ganzen Weg von Johto bis hierher gekommen. Das weckt Erinnerungen. Als ich noch jung war, habe ich in Johto oft trainiert. Du erinnerst mich an mich selbst als junger Mann. Hier, ich möchte, dass du dieses Item, das ich in Johto fand, behältst. Toast der Silberflügel. Ja, das Item, das man für Lugia braucht, werden wir uns, denke ich, auch noch holen, Lugia. Ich wollte auf jeden Fall die Silberflügel haben. Ja, gegen den muss ich kämpfen, ist aber auch kein großes Problem. Die Trainer dieser Pokémon-Arena setzen Gestein-Pokémon ein. Gestein-Pokémon haben hohe Verteidigungswert, ich weiß. Komm. Bam, 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 badam, bam, 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 bam. Ich finde den Text, den er auf Blau und Rot sagt, viel cooler. Da sagt er nämlich, in Feuerrot und Blattgrün, in Blau und Rot sagt er gar nichts. In Feuerrot, Blattgrün sagt er, es wird noch Lichtjahre dauern, bis du Rocco besiegen kannst. Und wenn man ihn besiegt hat, sagt er dann, Mist. Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Ich kann nicht garantieren, dass das jetzt 1 zu 1 war, aber ich wollte auf jeden Fall ungefähr wiedergeben, was er sagt. Und ich finde das irgendwie cool. Egal. Wurde auf jeden Fall besiegt, der Walter. Der alte Falter. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria. Ich habe mich auf Gestein-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwer fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los! Leiter Rocco möchte kämpfen. Georock. Ey, Georock habe ich One-Hit-Down. Weil, Erdbeben ist effektiv.
Ach ja, Rizoros hat schon einen ziemlich hohen Angriff, muss man einfach so sagen. Ja, mach mal deinen Rio an. Hab ich auch One Hit Down. Da nützt nämlich die hohe Verteidigung der Stein-Pokémon gar nichts, wenn man einen hohen Angriff hat. Da dam 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 da. Amoroso, pff. Könnte schneller sein als ich. Nö, das ist aber nicht. Da 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 da. Wäre aber auch selbst dann nicht gefährlich geworden. Das Schlimmste, was es machen hätte können, wäre Surfer, und ich glaube, selbst das hätte Emiro ausgehalten. Kabutops, das wird schneller sein, nehme ich an. Ja, sage ich ja. So, aber eigentlich hat Kabutops keinen so hohen Spezialangriff, dass das reichen würde. Ich habe nichts gesagt. Cosmo, mach mal hier. So. Und dann nochmal Cosmo einfach, weil es schneller geht. Surfer und tot. So. Gegner Onyx wurde besiegt. Leiter Rocco wurde besiegt. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker, als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Ja klar, was sonst? Felsorden! Danke, Toast. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich einen... Gibst mir jetzt eine TM? Nö. Okay, dann ist der Rest auch unwichtig, was du sagst. So. Heilen. Und dann würde ich sagen, wir begeben uns direkt mal einfach zur nächsten Arena. So, an der will ich wieder vorbei. Und dann kann ich eigentlich auch mal hier abkürzen. So. Und hepp. Ach, nochmal Zerschneider? War das im Original auch so? Ich weiß es nicht mehr. Hallo. Toast findet Elixier. Na, Elixier will ich aber doch haben. Haben wir vielleicht noch irgendwie einen Sonderbonbon oder so, was wir verschwenden können? Nein, aber ein AP Plus. Ja, gerne doch. Ja, ich nehme mal Feuersturm von Dings, von Opa, von mir. Habe ich zwar schon einmal drauf getan, aber Feuersturm mit 7 AP ist deutlich besser als Feuersturm mit 6 AP. Leuchtet, glaube ich, ein. So, habe ich das Offstream getan? Ich glaube, ich habe das Offstream getan. Wenn ja, dann wisst ihr es jetzt halt. Aber ihr habt es bestimmt auch schon bemerkt irgendwann. Warum gehe ich ins Pokémon Center? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich könnte mich jetzt hier den ganzen Tag hinstellen und diese Musik mitsingen, aber das führt zu nichts. So. Ja, wir sind in Alabastia. Wir könnten jetzt Eich besuchen, aber hey, der kann uns mal. Am besten den Trainer ausweichen. Oh, Level 35. Okay, die kann man dann doch besiegen. Bringt zwar nicht allzu viel EP, aber komm, was soll's. Ich habe gerade keinen Bock zu kämpfen. Ein wildes Tentacher, Erdbeben, tot. So, dann haben wir hier blau. Blau, blau, blau. Ey, lass mich durch. Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau. Ich war einmal ein Champ, wenn auch nur für kurze Zeit. Die seit nervige Rot hat mich ganz schön fertig gemacht. Wen eben auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren, aber wenn sie sich der Natur... Wenn sich die Natur erhebt, ist alles im Nu dahin. Oh, so ist das eben. Trotz allem bin ich immer noch ein Trainer.
Wenn ich einen starken Trainer treffe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann besuche die Pokémon-Arena in Vertania City. Dort werde ich mich deiner annehmen. Ja, aber wir wollen natürlich erst nach Pyro gehen. Den finden wir hier rechts. Der hat nämlich in den Seeschauminseln seine Arena wieder eröffnet. Nachdem halt anscheinend auf der Zinnoberinsel... Oh, falsch. Auf der Zinnoberinsel der Vulkan ausgebrochen ist. Welcher Vulkan auch immer. Da stand kein Vulkan in der ersten Generation. Und ja, ich spule wieder etwas vor, aber das kommt einfach daher, dass ich weder Wasserkämpfe noch Wasserfahrten wirklich leiden kann. So. Hallo, Pyro. Wow. Meine Arena auf der Zinnoberinsel ist abgebrannt. Meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen des Vulkansausbruchs obdachlos. Boah. Aber ich führe meine Tätigkeit als Arenaleiter in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Orden. Es wäre besser, du hast Feuerheiler. Nein. Und ja, die Stimme hat vielleicht überhaupt nicht zu Pyro gepasst, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Mekago. Ja, Mekago erhält vierfachen Erdschaden. Das sollte kein großes Problem sein. Erdbeben. Ich wette einfach, es ist tot. Auch wenn es relativ viele Verteidigungspunkte hat, aber egal. So, jetzt müssten noch Arcani und Glurak kommen, glaube ich. Galoppa, okay, Galoppa. Jetzt bin ich nicht sicher, ob das dritte Glurak oder Arcani ist. Keine Ahnung, werden wir ja sehen. Aber egal, ich kann auf jeden Fall alles one-hitten, was kommen mag. Weil ich habe einfach viel zu viel Angriff. Und Magma. Gemein. Einfach so hintergehen hier, meine Theorie. So, aber tschüss. So, ja, dann haben wir doch relativ viel erreicht, diese Folge. Leiter Pyro wurde besiegt. Gut gemacht, ich bin ausgebrannt. Hier, nimm den Vulkanorden, den lese ich jetzt nicht mehr so vor. Diesmal habe ich verloren, aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Ja, ja, komm. Ah, und jetzt ist der Kerl auch wieder da, der sonst immer alles Mögliche labert. Aber der interessiert mich nie, den mag ich nicht. So, dann stelle ich Max nochmal vor die letzte Arena. Da, Vertania City. Flop. Heilen. So. Beziehungsweise ich kann ihn auch schon vor den Kampf stellen. Ich könnte den Kampf sogar noch machen, wenn ich ihn vorspule, aber komm. So böse bin ich dann doch nicht, mir drei Orden zu krallen. Ich mag diesen Lego-Stil. Auch wenn er überhaupt nicht zu Pokémon passt, ich mag ihn trotzdem. Egal, ich würde sagen, Max darf den letzten Orden holen, weil ich so gnädig bin. Nein, weil er es einfach darf und weil Honigbrot. Keine Ahnung. Danach müsste ich am besten Nick mitteilen, dass er sich um Lugia kümmern sollte. Wenn nicht, dann mache ich das halt noch. Aber eigentlich sollte in meinem Part dann schon das Let's Play zum Ende kommen. Aber egal, ich laber viel zu viel. Das mache ich immer am Ende, ich weiß. Oder fast immer zumindest. Egal. Bis zum nächsten Mal und ciao.